So, es geht direkt weiter. Für euch halt nicht, weil ihr müsst ja einen Tag warten. Ernsthaft. Geh kacken, ey. Ich könnte aber so ein wenig mit ein paar Staaten schon mal Frieden machen. Mal gucken, was alles möglich ist mit meinem aggressiven Vorgehen, was ich mittlerweile habe. Wo will der hin? Jetzt ohne Scheiß. Also will da oben hin. Lassen, Alter, ey. So. Admin Power sind wir relativ hoch, was das Ganze angeht. Das heißt, wir können uns auch ein bisschen Gebiete erlauben. Was geht mit dir ab? Ungarn? Mit Spanien? Hainaut? Oh, meinetwegen, ich will dich schon als Bündnispartner halten. Und das passiert also, wenn ich... Moment mal ganz kurz. Warum bist du jetzt auf einmal außerhalb der Grenzen? Ist ja nicht so, dass du mal ganz kurz... Ich mit irgendjemandem Frieden gemacht habe, wo du mal ganz kurz reinmarschiert bist. Hör auf zu lügen. Was denn das ist für eine scheiß Logik? Ach so, das zählt auch schon, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ne, wir können aber schon mal Frieden machen mit ein paar. Das besetzt sein Stadion nochmal auf. Aber ich habe so das Gefühl, mittlerweile sind die alle ziemlich protestantisch, die ganzen Staaten da. Oder gibt es da irgendwie so ein, zwei, wenn die bis jetzt noch nicht im Krieg war? Irgendwie in Süden Deutschland bin ich schon die ganze Zeit im Krieg gewesen. Aber es gab nie so wirklich einen Fortschritt. Oh, wir marschieren mal in Wien ein. Mal wieder. Macht ja bekanntlich so viel Spaß. So, Hainaut und Ungarn. Oh, lass mal. Wo willst denn du hin? Ja, so und so und so und so. Dann muss ich mal gucken, was ich alles fordere. Ist ein bisschen schwer zu sagen, was ich mir hier alles holen will. Ah, sehr schön. Frankreich hat endlich die Provinz erobert. Dann können wir jetzt auch mit Bayern Frieden machen. So, die Pfalz will ich auf jeden Fall haben. Mal ganz kurz. Boah, es kostet mich so viel fucking Drecks Pisse. Was nicht in Würzburg Frieden machen, dürfte es eigentlich nichts kosten, ne? Ja, kostet es nichts. Toll. Wie viel kostet das dann? Das kann ich sogar fast schon machen. Also zumindest das kann ich machen. Dass es mich nichts kostet, weil ich habe nicht so viel Duke Power. Weil ich gebe ja gerade hierfür was aus. Machen wir es besser mal so rum. Ah, kann ich jetzt auch keinen Frieden in Bayern machen, weil sonst ist ja die Pfalz wieder weg. Machen wir jetzt schon Frieden. Ja, komm. Ich kann eh nicht mehr erobern. Passt schon so. 28 Ruf nochmal, damit bin ich jetzt schon mal auf 166 bei manchen Staaten. Scheiß drauf, Huch. Schade, ich dachte, das geht auch noch. Genau, du hast Arnsbach noch frei. Genau, ich muss mir den nicht wieder unabhängig erklären. What the fuck, Alter? Nee, sonst kann ich eigentlich nichts mehr Sinnvolles machen. Nur das Maximum, was ich hier machen kann. Mehr geht halt nicht. Das heißt, es müssen jetzt rein theoretisch, wenn die Welt logisch ist, die ersten... Ja. Die ersten Koalitionen jetzt gegen mich geben. Die mir aber sowas von egal sind. Das glaubt ihr mir noch nicht. Okay, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen weiter nach Süden ausgedehnt.
Ja, jetzt kommen die ersten Koalitionen. Gucken, wie viele es sind. Mal gucken, ob wir es einfach da durchschlagen können, ob wir jetzt warten müssen. Scheint auf jeden Fall ganz Deutschland zu sein. Und ganz ehrlich, das ganz Deutschland ist eigentlich nicht so schwer zu schlagen. Also, wenn ich meine Bündnispartner habe, ist alles easy. Aber warten, bis die ganze Flut vorbei ist. Da kommen immer noch so ein Haufen Leute. So, die Pfalz haben wir jetzt also auch erobert. Da sind es nur drei Provinzen. Die nächste ist schon Reichweite, ist nämlich Nürnberg. Ja, und dann München und Augsburg noch. Das heißt, im nächsten Krieg muss ich auf jeden Fall diese vier Provinzen mir aneignen. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Aber auch Prestige weniger. Ich habe ja Angst. Das war's schon mit den ganzen Koalitionen. Da kommen deutlich mehr. Lass mal sehen. Also in Österreich hier zujoint, weiß ich auch nicht. Also die Schweiz, okay, die sind relativ mächtig, würde ich sagen. Aber eigentlich sind noch nicht hoch dabei. Ravensburg ist Mist, Memmingen ist Mist, Elsass ist Mist, Lothringen ist Mist, Luxemburg ist Mist, Trier ist Mist, Aachen ist Mist. Und Gera ist auch Mist. Ah, Lütz ist auch Mist. Das ist der einzige von denen, ein bisschen, naja. Ich sag mal, der einzige, der ein bisschen gefährlich sein könnte, ist die Schweiz. Der Rest ist Bullshit. Koalition, falls ihr es nicht genau wisst, das sind halt ja, Bündnisse untereinander gegen ein Land. In dem Sinne heißt das so viel wie gegen mich. Das heißt, wenn einer von denen mir den Krieg erklärt, kommen alle anderen Koalitionspartner automatisch mit rein in den Krieg. Und sollte ich einen von den Koalitionsleuten angreifen, dann kommen alle anderen auch mit zum Defensivkrieg. Schon eine interessante Sache, Koalition. Das Problem ist halt nur, man kann jetzt zum Beispiel keine Koalition gegen einen Gegner machen, der ja halt doch zu mächtig ist. Zum Beispiel, ja, wie ich das beschreiben? Ich sag mal, der Osmane kommt mir jetzt zu doof rüber. Da mache ich eine Koalition gegen ihn. Aber keiner wird reinjoinen, weil keiner die Osmanen jetzt momentan als Bedrohung da ansieht. Sondern würden sie sagen, ja, die Osmanen, die haben doch schon seit Jahren über nichts gemacht. Ja, und das passiert dann halt eben. Dann sitzt du halt da und denkst dir irgendwann nur noch, toll. Ungefähr so können sie das vorstellen. Also es ist ziemlich abhängig davon mit den Koalitionen, wie halt jemand in der Lage ist. Und es passieren sehr selten Koalitionen. Deswegen ist das Achievement, Mitglied von einer Koalition zu sein, die aus fünf Mitgliedern besteht, ziemlich schwer zu erreichen. Weil es halt kaum Koalitionen gibt. Und ich glaube, das habe ich auch nur bekommen, weil es ein Event gab. Wo Frank ich auf einmal eine Koalition von, keine Ahnung, 80 Staaten bekommen hat oder so. Und ich habe einfach mal gesagt, komm, dann mach ich jetzt mal mit. Nur um so ein Achievement zu kassieren. Natürlich, mit wenn man mit Menschen spielen spielt, dann haben wir so einen riesen Multiplayer-Lobby, dann ist das Koalitionssystem richtig cool, weil da kann man richtig große Staaten ausnocken. Ja, zum Beispiel, wenn Österreich gleich zu doof wird zu Beginn, ne? Dann macht man, keine Ahnung, wenn man in Frankreich ist, wenn man in Italien ist, wenn man in Ungarn ist, sagt eine Koalition dagegen und schon ist easy. Und ich glaube, eine Koalition muss auch mindestens drei Mitglieder haben, damit es funktioniert. Also wenn ihr jetzt alleine eine Koalition habt mit einem anderen, dann funktioniert das nicht. Das müssen mindestens drei Mitglieder sein, meine ich. Frage mich nicht, warum das so ein komisches System ist, aber ist halt so. Ja, und wann, wie gesagt, wann passiert eine Koalition? Wie gesagt, wenn ihr zu hohe, zu hohe Aggressivität nach außen habt, also 127 ist schon fatal eigentlich. Ich glaube, ab 80 kann es passieren, dass eine Koalition entsteht. Bei 80 ungefähr, würde ich sagen. Kann es passieren. Und wie geht eine Koalition wieder weg? Ja, die Unruhe bzw. die aggressive Ausbreitung halt zurückschrauben, ne? Also, dass es ein wenig wieder auf Null kommt. Aber das wird gewiss nicht mehr passieren, weil bis ich 160 auf Null bekommen habe, das dauert ein paar Jahre. Ein paar Jahrzehnte, um genau zu sein. Das dauert sehr, sehr, sehr lange. Und da es mir einfach zu doof ist, mache ich einfach Folgendes draus. YOLO drauf. Empower holt sich eh relativ schnell. Die ganzen Pupsstaaten können mir eh nichts. Ach, nebenbei, Utrecht ist auch mit mir im Krieg. Aber, mehr Koalition, aber auch ein Pissstaat. Habe ich kein Problem mit. Oh, ich habe sogar, stimmt ja, Würzburg war ja ein Kurfürst. Naja. Das ist halt, warum ich euch halt immer existiert, ne? Aber in Wirklichkeit existiert es zu dem Zeitpunkt auch noch. Naja, auf Zettel eher, aber es existierte noch, kommt. Das müsst ihr zugeben.
Überlegen wir, was wir als nächstes machen. Wie gesagt, als nächstes will ich schon gerne Nürnberg haben. Damit wir das auch schon haben. Ist Nürnberg eigentlich mit mir in Koalition? Nö. Lol. Ich könnte jetzt quasi Nürnberg angreifen und die Koalition könnte nichts dagegen tun. What the fuck? Weil Nürnberg so dämlich ist, mir den Krieg zu erklären. Nicht so dämlich, den Krieg zu erklären, sondern die Koalition beizutreten. Ja, vielleicht denken sich auch die KI-Leute, es macht keinen Sinn, Koalition gegen Preußen, weil die zu mächtig sind. Ja, dann könntest du einfach akzeptieren, dass ich dich einkassiere. Wenn du schon so denkst. Aber gut, dass der Bajorware jetzt sich hier wieder gegenseitig aufreibt. Hab mich überhaupt nichts gegen. Mich wundert aber auch, dass der Österreicher nicht ankommt, von wegen, ey, das Gebiet gehört dir eigentlich gar nicht. Wo ich hier denken würde, ist mir egal. Ich hab's jetzt trotzdem. So. Warum machst du es auf Autosave? Hör auf damit. Ach so, Österreich. Jetzt verstehe ich. Du machst für Münster einen Unabhängigkeitsvertrag unterschreiben, damit die unabhängig werden, aber in Koalition mit mir mittreten willst du nicht. Was ist das für eine Logik, mal ganz ehrlich? Na, Augsburg ist gegen mich. Yay, es gibt noch Teilnehmer. Normalerweise, wenn so eine Koalition losgeht, dann kommen direkt zu Beginn total viele Staaten und das war's dann am Ende. Dann haben sie meistens keinen Bock mehr oder keine Ahnung was. Wollen nicht mehr. Wieso kann ich eigentlich Würzburg nicht, wieso ist da ein religiöser Eifer? Wo kommt der her, wenn ich mal fragen darf? Warum sind da so wenig Gebäude? Oh nein, nicht Burgund! Nein, Burgund ist gegen mich! Was soll ich nur tun? Das ist total langweilig. Ja, Burgund. Wie sieht's eigentlich aus mit deinen blöden Freiheitsbestreben? Ich meine, das kriegen wir ziemlich schnell wieder weg, aber... Ah, hier ist es ja. Wow, 79. Relative Stärke aller Vasallen im Vergleich zum Lehnsherr. Warum habe ich so das Gefühl, das ist völliger Blödsinn? Na okay, der Dämonische Orden gibt's ja bald nicht mehr, insofern wird das ja wieder weniger werden. Meinung, Vertrauen, höhere thematische Technologiestufe als Lehnsherr, das ist zum Kotzen. Hauptsache, seine relative Stärke aller Vasallen im Vergleich zum Lehnsherr ist plus 40%. Bei meinen anderen Kumpels sind es nur plus 12. Will mich das Spiel gerade natzen oder so? Selbst wenn alle meine Vasallen, ja? Also du, du und du euch gegen mich stellt. Seid ihr immer noch nur ein Fliegenfurz? Oder gilt das etwa auch für die, die jetzt hier sagen, ja, ich mach mit? Kann ja auch sein. Aber ja, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Vasallen bei Laune hält. Vor allem ist es wichtig, wenn es halt größere Vasallen zum Beispiel sind. Ich sag mal, wenn ihr damals mit dem Hundertjährigen Krieg als England Frankreich einkassiert habt, dann ist Frankreich ein bisschen groß gewesen. War schwer für England das zu halten. Da gab es aber ziemlich coole Tricks. Und zwar musstet ihr immer dafür sorgen, dass ihr ständig im Krieg seid. Ne? Gegen irgendwelche Pupsstaaten halt. Scheißegal, einfach im Krieg sein. Das kann jetzt wie das sein, gegen wen auch immer. Hauptsache seid ihr im Krieg. Weil während des Krieges kann euch euer Vasall nicht den Krieg erklären. Ja, weil er ist ja mit euch im Krieg gegen jemand anderen. Also könnt ihr einfach zuschlagen. Das war wichtig. Dann musst ihr immer dafür sorgen, dass wenn ihr im Krieg seid, euer Verbündeter seine gesamten Armeen verheizt. Ist auch sehr wichtig gewesen. Na, sprich, ihr seid im Krieg, lässt den Franzosen erstmal in aller Ruhe vor, dass er sich komplett ausblutet und dann kommt ihr mit eurer Armee und räumt dann erstmal auf. Damit ihr immer schön weniger Einheiten habt als ihr. Nicht, dass er denkt, oh, ich habe ja mehr Einheiten wie mein Lehnsherr. Ich könnte ja quasi ein bisschen aufmüpfig sein. Nee, nee. Lasst ihn schön gegen die Gegner reinrennen und danach zum Schluss, wenn nichts mehr hat, dann macht ihr alles platt. Was gab's noch für Tricks?
Das sind zumindest die zwei Tricks, die halt am wirkungsvollsten waren. Ne? Sprich, immer im Krieg sein, dass er immer mitmacht und dann immer halt dafür sorgen, dass seine Armeen sich ausbluten. Das waren so die wichtigsten Tricks. Aber jetzt für Münster habe ich jetzt nicht vor, so einen Trick zu machen. Ganz ehrlich. Ist mir zu doof. Abfall von Meppen nach Preußen. Wäre zum ersten Mal, als ich eine Provinz bekommen würde. Ich nehme mal die Prestige-Variante. Weil ganz ehrlich, Meppen will ich nicht haben, weil... Komm, ich habe das als Vasall, es gehört mir quasi. Und hier positiv werden wir schon reinkommen. Ich kann ja plus 200 gehen mit dank Vasalltum. Okay. Noch eine Ideengruppe, jo, läuft. Ja, machen wir das. Auf noch mehr Unruhe habe ich eigentlich keine Lust gehabt, weil ich glaube, ich habe schon ein bisschen was, ne? Polnische Nationalisten? Hä? Wo denn? Ach so, da. Okay. Hier sind 1%. Bestimmt noch wegen Nationalismus, ne? Ja, ja. Wollte ich gerade sagen, niemals hier in Polen sind Aufständische. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, da hinten, weil ich es jetzt kurz noch besetzt hatte. Ja, das kann sein. Gibt's sonst irgendwas? Irgendwas Wichtiges? Ein paar Tipps vielleicht noch? Keine Ahnung, fällt nichts mehr ein. Spanisch-Kanada läuft. Aber keiner will Grönland haben. Und dass das immer noch existiert, ist so beschämend. Ich frage mich, was der Böhmer vorhat. Kurz gucken, hat er hier Ansprüche? Er hat nichts in dem Prädestinierkrieg, den er gemacht hat. Okay. Höchst interessant. Ist die Pfalz wieder frei? Nein, sah nur so aus. Kann ja sein, dass nach Personal nur man auf einmal wieder freikommt irgendwann. Ach sowas. Machen militärisch. Wir könnten ja auch Sozialismus verkürzen. Wäre gar nicht mehr so verkehrt. Komm, ich krieg genug Appenpower, machen wir mal. Vielleicht verzieht es der dann ein bisschen zügiger. Wobei, eine Frage habe ich da schon irgendwie. Die Mutter von Obia da, dann geht das wieder los. Okay. Also eine Frage, die ich da habe. Jahre des Nationalismus minus 10. Was zum Teufel heißt das? 10 Jahre weniger Nationalismus? Dann wäre es eine Imbar-Fähigkeit, aber wie denn geht es um Nationalismus eigentlich? Kannst du die sehen? Ich weiß es nicht. Frage ich euch mal so grob gesehen. Wie lange geht eigentlich der Nationalismus? Also ich meine, ich habe jetzt diese Provinz hier... Nee. Ich habe jetzt die Pfalz besetzt. Na, die hat jetzt den Nationalismus. Wie lange gilt denn das? Ach, da steht's. Der Ausmaß an Unruhen in der Provinz Nationalismus dauert bis 45. What the fuck? Ah, da scheint es gerade weg zu sein, ne? Ja, yep, der ist gerade weg. Also jetzt sind hier polnische Nationalisten. Die sind jetzt wahrscheinlich auch weg, ne? Jo. Also die anderen Nationalisten kommen, die können eh nix. So, weil der nächste von humanistischen ist genial, nämlich akzeptiertes Kulturland minus 50%. Wenn ich den habe, dann könnte es nämlich gut sein, dass hier meine Pomeraner wieder ankommen. Dann können vielleicht auch die Hessen akzeptiert sein. Ja. Gut möglich, dass es dann alles sein kann. Aber gut, ich habe mich noch nicht so richtig entschieden, was ich so als nächstes vorhabe, beziehungsweise...
wie es weitergeht. Ich muss erwarten, bis der Waffenstillstand vorbei ist. Wie lange gilt denn der mit Nürnberg? Bis 30. Das ist lange. Aber gut, so kann man ein bisschen die Aggressivität noch senken, ne? Ah, ich sag bis 30? Das ist noch in 2 Jahren. Was jammer ich da rum? Ist in Ordnung. Nice. Oh, und damit OP-Infanterie bekommen. Die Weißröcke. Und die Ulanen. Franzos hat dem reichen Kriegerkleid, wie ich gesehen habe. Okay. Ja, ein Krieg gegen Hainaut. Das passt mir gerade ziemlich. Dann kannst du nämlich in Österreich für mich ein bisschen belästigen. Habe ich es einfacher. Ich fand es aber auch, dass er mich nicht gefragt hat. Nicht, dass ich was dagegen hätte, ne? Aber. Ja. Noch ist es mir egal, was du da treibst. Solange du nicht zu weit zu mir reinkommst. Sehen die Weißröcke eigentlich irgendwie anders aus? Naja, sieht nicht wirklich so aus. Wobei es nicht wirklich Weißrock ist, sondern eher, naja, schwarz. Wobei die Farben halbwegs stimmen, wobei die Hose passt überhaupt nicht. Alter, irgendwie sieht das kacke aus. Eine schwarze Hose würde viel besser passen. Keine rote, what the fuck. Ah, okay, ist ja teils random, wie das aussieht. Wobei ich schon teilweise ein paar lustige Kombinationen gefunden habe. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mal, ich mich dann als Rheinland mal so gemacht habe, das ist die Nation Rheinland, wo ich lila Anzüge hatte, weil ich mir lila Wappen gemacht habe. Das sah richtig cool aus. Ja, glaube ich, so lila-schwarz war es, glaube ich, gewesen. Lila-schwarz? Ja, lila-schwarz war nicht, war das gewesen. Das sah auch gut aus. Wobei schwarz irgendwie eine Farbe ist, die fast zu allem passt. Oh nein, die Hanse ist gegen mich. Was soll ich nur tun? Ich heul gar nicht rum. Ich weiß nicht, schwarz ist irgendwie so eine Farbe, die kann auf alles passen. Weil, wenn wir jetzt ganz hart in die Kunst reingehen, dann ist ja schwarz keine Farbe. Weiß ist ja auch keine Farbe. Nee, was ist denn das dann? Eine Banane oder was? Ja, sorry, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ziemlich seltsam, solche Sprüche. Was soll denn schwarz sonst sein, wenn es keine Farbe ist? Ein Kontrast oder wie ist? Na, egal. Oh. Savoyen gibt's nicht mehr. Was ist denn gemacht, Frankreich? War es denn Vasall? Wie auch immer. Natürlich entdeckt er mich in Nürnberg. Das heißt, noch mehr Unruhe nach außen. Yay! Ist das schön manchmal. Oder auch nicht. Erhöhte die Armee auf 80.000 Mann. Das sind keine 80.000, mein Freund. Circa 4% der Bevölkerung? Mehr nicht? Die neue Großmacht in Nordeuropa. Ich bin in Mitteleuropa, mein Kumpel. Nordeuropa ist für mich hier. Und nicht da. Das ist Zentraleuropa. What the fuck? Also die deutsche Übersetzung ist manchmal sehr interessant. Ja, okay, das sind ja so komische Events, die es da so gibt. Trotzdem finde ich sehr, sehr interessant, was da so alles entstehen kann. Also, erhöhte die Armee auf 80.000 Mann. Ich habe 105.000 Mann als stehende Armee, aber egal. Wobei, stimmt nicht mal, ich habe ja sogar noch mehr. Da sind auch nochmal 8.000. Also ist schon sehr interessant, was da manchmal für Events kommen. Wie gesagt, da gibt es teilweise ein paar Bullshit-Events, die ja gar keinen Sinn ergeben und ein paar Events, die sogar interessant sind. Keine Ahnung, wenn jetzt von irgendwelchen Verwaltungsblödsinn hier geredet wird, dann würde ich ja sagen, oh, interessant. Aber so gibt es teilweise echt Sachen, wo ich mir so denke, really? War es mit Frankreich? Ich weiß nicht, in welcher Stadt das war. Ich habe auch mal so ein ganz beknacktes Event bekommen, wo ich glaube. Mit Schweine war das gewesen, genau, mit Schweine war das gewesen. Da habe ich, glaube ich, hier irgendwie schon fast ganz Mexiko kolonialisiert. Und dann wird geredet, wir haben uns zum ersten Mal die Entdeckung irgendwo in der Karibik gemacht, ein neues Land für uns. Kriege ich Kolonialistenvorteil, wo ich mir dachte, zum ersten Mal sind wir jetzt in der Karibik ein Land? What the fuck? Ich bin da schon, keine Ahnung, wie oft rumgeschippert. Das war ja auch so. Ja, kaum heißt es, wie gut er das Ganze macht, blamiert er schon wieder den Hof. What the fuck? Wie lange lebt...
Alter, du bist aber ziemlich alt. Friedrich Albert, ja. Hauptsache, sie heißen Friedrich, ne? Den Störcounter können wir wieder um 1 hochsetzen. Das nervt ein wenig. Ist ja nicht schlimm, ist eh bald vorbei, der Bart. Zieh durch. So, wie hoch sitzt du deine? Ah, wir kommen ein wenig runter. Ja, ich denke mal, über die Zeit wird es auch runtergehen, ordentlich. Da geht nicht mehr viel, aber in Sachen relative Stärke wird deutlich weniger. Weil du bald auch nicht mehr da bist. Ja, was heißt bald? 44. Gleiche Kulturgruppe, Livonischer Orden? Das stimmt aber nicht. Das sind Letten da. Letten-Litauer. Das ist nicht dieselbe Kulturgruppe, die wie ich habe. Ach Quatsch, falsche Karte. Das ist die Kulturgruppe. Und das ist meine. Wo ist denn das dieselbe? Spiel verarscht mich gerade. Nur gibt mir einen Boni, also insofern so was jammer ich rum. Wupp, 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 was machst du da? Oha, ist das hart. Das ist hart. Ist da gerade jemand die Koalition gegen mich verlassen? Schon jetzt? So früh? What the fuck? Was sind das für Schisser? Der Waffenstillstandsvertrag ist noch nicht mal vorbei. Und dann verpissen sie jetzt schon alle. Wollen sie meinen? Ich hab nichts dagegen. Verzieht euch ruhig bloß. Sehr interessant. Wir müssen eigentlich erst im Bündnis Nürnberg. Oh, Aachen, interessant. Augsburg und Utrecht. Leider kein Bayern. Ist aber nicht zwingend schlimm. Kann ich über Aachen einkassieren. Was könnte man machen? Habe ich zumindest meine Westgrenze ein bisschen korrigiert. Vor allem, wenn jetzt sicher die Luxemburg geholt hat, der Franzose. Ich habe das Gefühl, der Franzose ist ein wenig so aus dem Greedy. Der will jetzt eigentlich alles haben. 22.000 Schotten? Ernsthaft? Scottish Invasion! Habe ich, glaube ich, schon mal einen Post zu gemacht, wo der Schotte ganz Norwegen erobert hatte. Auch sehr lustig. Aber gut, ich denke mal im nächsten Part, nächste Woche dann... den Counter mal auf 4. Damit er nicht noch höher geht, mache ich jetzt schon Schluss. Bis zur nächsten Woche, wir holen dann Nürnberg und so weiter. Bis dann, tschüss.